Wieder eine Ipstalerin im Weltcup. Sehr schnell gegangen bei dir, wenn ich deine Karriere so verfolge, und Ipstal News hat das eigentlich immer wieder verfolgt. Was war eigentlich der große Unterschied vom Europacup in den Weltcup zu wechseln? Ja, also der große Unterschied ist eigentlich schon ein bisschen die Atmosphäre. Du hast beim Weltcuprennen hast einfach viel mehr Zuschauer, die was halt beim Europacuprennen nicht hast. Und Europacup ist halt einfach nicht so bekannt als jetzt ein Weltcup. Und Weltcup ist halt durch den Fernsehen, das wird übertragen, und das ist halt schon der große Unterschied eigentlich. Von der Betreuung her, gibt es da auch Unterschiede? Hast du da jetzt mehr Leute, die sich um die Ski kümmern oder auch den Transport organisieren? Nein, also das, wir haben unseren Servicemann im Europacup, aber auch schon im Nachwuchs, und der ist jetzt Gott sei Dank auch mit uns, also weil wir eben die Grüne Julia und die Galloa Kathi war da mitgekommen zu uns im Weltcup, und da ist eigentlich alles gleich geblieben. Also kein großer Unterschied, auch nicht von der Anzahl der Tore oder solche Sachen, also es ist alles gleich mehr oder weniger für dich. Ja, genau. Also ich meine, die Slalomläufe sind meistens ein bisschen länger, aber so prinzipiell ist alles gleich. Und wie schaut es aus mit der Nervosität, wenn man so am Starthaus oben steht? Ja, also für mich war es eigentlich, ich meine, vom ersten Weltcuprennen war ich schon eigentlich ganz schön nervös, aber irgendwie hat dann die Freude doch überwogen. Also ich habe irgendwie gewusst, das ist jetzt mein erstes Weltcuprennen, das war ein extrem lässiges Gefühl. Und so bin ich auch in das Rennen gegangen. Also es war jetzt nicht so ein extremer Unterschied, dass ich gewusst habe, ja, es ist ein Weltcuprennen, ich muss da irgendwie eine besondere Leistung abrufen, sondern es war, ja, jetzt gesehen eigentlich wie jedes andere Rennen. Sofort Weltcup-Punkte eingefahren, sofort eigentlich mit den Top 20 mitgehalten. Hast du das mitbekommen auch gleich, dass du hier genauso mithalten kannst wie im Europacup? Ja, ich muss schon sagen, es war schon ein bisschen eine Überraschung für mich. Also ich meine, sicher hat man insgeheim jedes Ziel, dass man sich unter die 30 qualifiziert, aber so richtig aussprechen traut es dann doch halt auch keiner. Aber für mich war das schon eigentlich eine Überraschung und eine riesengroße Freude, dass ich mich da gleich unter die Top 20 eigentlich etablieren habe können. Wie schaut es eigentlich aus mit den Kolleginnen? Vorher hast du die noch nicht so gekannt und jetzt fährst du mittendrin in dieser ganzen Phalanx der bekannten Stars. Hat man da gleich Kontakt und wird man da auch gleich mit Gratulationen bedacht? Ja, schon. Also überhaupt bei uns im österreichischen Team, da kommt der Kirchgasser her, Eva-Maria Brehm kommt her und gratuliert da. Also da sind wir schon ein super Team und auch, du kommst auch in Kontakt mit anderen Nationen und so, das ist schon lässig. Wie schaut es eigentlich da im Stadtbereich aus, wenn man plötzlich mit so bekannten Gesichtern gemeinsam sich vorbereitet? Ja, das ist irgendwie ganz ein komisches Gefühl, weil irgendwie letztes Jahr hat man das alles mit dem Fernsehen so mitverfolgt und so, und ich meine, es war schon immer so, dass man dort da ist und auf einmal ist man dort selber, und so wie es bei mir hat mein Bruder im zweiten Durchgang von Aston gefilmt und dann wieder heim war, habe ich das auf dem Handy angeschaut, und das ist dann irgendwie echt ganz eigenartig, wenn man das so selber einmal im Fernsehen sieht und so. Im Fernsehen warst du mittlerweile auch schon, der Rolf hat dich auch interviewt, das wirst du wahrscheinlich jetzt öfter machen müssen, Interviews gleich nach dem Rennen geben. Ja, hoffen wir es. Also wenn man gut fährt, gehört das halt auch dazu, und ich habe mir das jetzt halt auch ein bisschen schwerer vorgestellt, aber das ist eigentlich dann, man ist uns da Adrenalin und das gehört irgendwie halt alles dazu, und das ist dann auch ein schönes Gefühl, wenn man halt auch dort seine Emotionen da ein bisschen preisgeben kann. Gibt es da eigentlich vorbereitende Kurse oder auch Workshops, was Interviews betrifft? Ja, also wir haben gerade jetzt letzte Woche haben wir so eine quasi Medienschulung gehabt, wo wir halt auch ein bisschen vorbereitet werden, was wir halt quasi sagen sollen, was wir eben nicht so sagen sollen. Und ja, ein bisschen vorbereitet werden wir da schon drauf. Was soll man eigentlich nicht sagen? Ja, ich glaube, es ist jedem individuell. Ich glaube, es kann jeder seine eigene Meinung vertreten, und das ist, ja, eine richtige Vorgabe, dass wir zu irgendeinem Thema nichts sagen soll, hat man eigentlich auch nicht. Wie schaut das eigentlich aus, was das Material betrifft? Man hört immer wieder, also die Abstimmung, das Tuning soll möglichst perfekt sein. Wie ist das eigentlich bei dir? Lernt man das schon auch in der ganzen Entwicklung, sich mit dem Material intensiv zu beschäftigen? Ja, schon eigentlich. Also nach der Zeit kriegt man ein Gespür dafür, was an mehr taugt und was an ihm nicht so taugt. Und ja, da geht, ist schon sehr viel Lernprozess, aber mittlerweile passt ganz gut. Wie spürt man das? Der Unterschied von einem Ski auf den anderen oder auch von einem Schuh, was für mich noch viel unverständlicher ist, dass es da einen Unterschied gibt?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber allein, halt, wenn du so viel fährst wie wir fahren, ist einfach der Ski, ob er halt schön fährt, ob er rattert in der Kurve, ob er halt am Schwunganschatz leicht in die Kurven zum Einfahren geht oder ob das halt du mehr dazu tun musst, dass der Ski um die Kurven geht. Und lauter so feine Kleinigkeiten auch, ja, lernt man dazu nach der Zeit, dass man das irgendwie spürt. Vor der Saison hat es ja eigentlich geheißen, im österreichischen Skiteam, das schaut gar nicht so gut aus, es entsteht ein Loch, weil doch sehr viele aufgehört haben. Wie empfindest du intern in der Mannschaft? Ja, also ich habe das letzte Jahr, bin ich schon im Europacup-Team mitgefahren, obwohl ich noch im Nachwuchs war. Und ich glaube, das war eine extrem starke Saison auch vom Europacup. Ich meine, wir haben extrem viele Fixplätze rausgefahren. Und mir war es eigentlich selber schon ein bisschen klar, dass da schon einiges nachkommt. Ich meine, dadurch, dass jetzt doch sehr viel aufgehört haben und die Jungen nicht so bekannt waren, wirkt es oft halt auch in den Medien so, ja, da kommt nichts, da ist ein Loch. Aber in Wahrheit, halt, wenn man sich die Ergebnisse vom Europacup letztes Jahr angeschaut hat, hat man da schon gesehen, dass da auch schon was nachkommt. Wenn ich jetzt das so verfolge, du fährst jetzt im Europacup und im Weltcup, kommst du da reisetechnisch und auch von den ganzen Terminen her ein bisschen ins Stress? Ja, also zur Zeit und so wie es jetzt im Jänner ausschaut, wird schon ziemlich stressig, aber ja, das gehört dazu und auf das freuen wir sehr. Lass uns da ein bisschen teilhaben, wie schaut so ein Tag aus? Am Vorabend wird eben besprochen, was am nächsten Tag der Plan ist, also wann Besichtigung ist, wann Start ist und dann stehst du halt in der Früh auf, frühstückst, dann fährst du meistens zum Rennhang, damit beim Slalom ist ein, zwei Mal eingefahren durch einen Lauf, dann wird besichtigt und dann ist eh meistens ein bisschen eine Wartezeit, weil man doch eben noch, so wie bei mir ist, ein bisschen höhere Startnummern hat und ja, und dann bereitest du eigentlich kurz, bei mir ist es immer so, ich bereite mir ca. 20 Nummern, bevor ich dran bin, bereite mich halt vor, dass ich mich aufwärme, konzentriere, noch meinen Lauf durchgehe, ja, und dann ist eh meistens der erste Durchgang und dann ja, ich meistens wieder ein bisschen eine Pause, dann hat man eine zweite Besichtigung, dann fährt man in den zweiten Durchgang, dann folgen, wenn es ist, weitere Interviews, und dann kommt man ins Hotel zurück, dann wird man noch ein bisschen ausraden oder halt sich vorbereiten für den nächsten Tag, wenn man Training hat oder noch ein Rennen zum Beispiel. Ja, und dann ist Videoanalyse, Abendessen und dann fällt man meistens wieder ins Bett. Von Katharina Huber aus gesehen ist sie mehr Richtung Slalom oder mehr Richtung Riesenslalom orientiert? Ja, zurzeit schaut es einmal aus, dass eher Slalom ist, aber fahren tue ich beides extrem gern und ich will auch mal im Riesenslalom von dabei sein. Dann wünschen wir dir alles Gute und ich bedanke mich für das Interview und toi 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 für die nächsten Rennen. Danke.